wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich bin mal wieder unterwegs und zwar bin ich die nächsten paar Tage in Frankfurt. Ich weiß noch nicht, ob das ein Daily Vlog wird oder ob ihr das erst in ein paar Tagen seht und ich das quasi aus ganz... Aber irgendwas ist hier komisch, oder? Das ist so eng alles hier. Moment, ich muss das mal eben hier oben ein bisschen... Und hier. So ist besser. Was ist das denn? Ja, guck mal, wenn ihr das auf dem Handy guckt, dann müsstet ihr hier unten, oder da unten, ich glaube da unten, unten rechts jedenfalls von euch, so ein Icon sehen, um das auf Fullscreen zu machen. Wenn ihr auf dem Desktop guckt, im Browser, dann habt ihr jetzt leider links und rechts sehr viel schwarz. Ja, ich bin mal wieder zu einer Professional Scrum Developer Schulung unterwegs. Leider hat die Firma, die das hier organisiert, keinen Besucherpack. Es gab so ein bisschen Probleme in der Koordination, in der Absprache. Ja, normalerweise bringen die Leute ja immer ihren eigenen Laptop mit. Das ist dann so die, was, Laptop? Das geht aber nicht. Und zum Glück hatte die Firma noch so ein, komme ich dann jetzt hier über die Schienen, so einen Raum mit Rechnern, die natürlich dann noch entsprechend ausgestattet werden müssen. Okay, ich hoffe, ich komme da vorne rüber. Da laufen irgendwie alle lang. Dann habe ich dann gestern mal so vorsichtig gefragt, ob denn das geklappt hat mit der ganzen Installation. Und dann meinte die Person, ja, das kann ich erst heute, also morgen, gestern Abend machen. Also heute Abend hat er gesagt, das war gestern, also gestern Abend. Und das ist so ein bisschen kurzfristig für meinen Geschmack. Das ist so, what can possibly go wrong? Ja, und der hatte gesagt, er ist ab 8 Uhr da. Jetzt ist es 8.13 Uhr. Ich war um 8 Uhr da unten am Gebäude, aber wie gesagt, kein Parkplatz. So, und dann gucken wir mal, wie sich das heute weiterentwickelt. So, der erste Tag der Scrum-Schulung ist vorbei. Ich finde, das geht immer extrem schnell um, der erste Tag, und ja, die anderen nicht minder. Und ich finde es spannend, wie unterschiedlich das sich immer gestaltet, das Training, je nachdem, was für Leute da drin sind. Das heißt nicht nur, was für Leute, sondern was für einen Erfahrungsschatz die auch mitbringen, wie erfahren die schon in Scrum sind oder in einzelnen Technologien schon, welche Rolle die bisher ausüben. Ne, hier sind jetzt quasi nur drei Entwicklerinnen und Entwickler mit dabei. Dann sind viele, die vielleicht so das Projektmanagement begleiten oder nur aus Interesse hier mit drin sitzen. Und naja, da müssen wir hier ein bisschen früher oft ansetzen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man auch da viel lernen. Das heißt, jede Gruppe kann also mitnehmen, was für die dann noch neu und angemessen ist. Und dementsprechend viel oder wenig erzähle ich dann noch oder steige tief in die einzelnen Themen ein. Jetzt muss ich einmal ein bisschen zum Supermarkt, ein paar Grundnahrungsmittel kaufen. Die ältere Dame hier vom Airbnb, die hat mir zwar gesagt, ich kann mich hier überall bedienen und so, aber das ist mir schon ein bisschen unangenehm. Ne? Ich habe mir heute schon morgen den Kaffee da genommen aus der Filterkaffeemaschine. Und was wollte ich sagen? Genau, aber ich habe zumindest ein Müsli kaufen. Ob ich dann abends zu Hause esse oder hier mir in der Gegend was hole, das weiß ich noch nicht. Werdet ihr gleich sehen. Und jetzt zwingt mich meine liebe Frau mal dazu, noch ein bisschen laufen zu gehen. Das heißt, erst Supermarkt, dann in die Laufklamotten schmeißen und eine Runde laufen. Ist es auch noch trocken und noch hell. Das heißt, ich nutze die Gelegenheit und ziehe mich um zum Laufen. Ha, wenn das mal in echt so schnell gehen würde wie hier im Video immer. Ne? Heute mit meinem Marathon-Shirt vom Köln-Marathon.
einer der beiden Marathone, die ich gelaufen bin. Auch nicht besonders erfolgreich, aber immerhin angekommen. Nicht so wie in Palma. Jo, auf geht's, solange es noch hell ist. Ja, normalerweise nehme ich das Handy ja nicht mit. Aber ich habe echt Angst, mich hier zu verlaufen. Und von der Brille und nur mit Uhr. Ja, was heißt normalerweise nehme ich das Handy mit, nicht mit? Also früher ja schon, bis ich die Uhr hatte. Jetzt glaube ich meistens ohne Handy. Ich habe auch dann den Armgurt nicht mitgenommen. Ja, jetzt muss ich das Handy halt tragen. Das Gute ist, man hat hier eine gute Übersicht über die Wolkensituation. Das heißt, falls es nicht mal Regen gibt, dann müsste ich das eigentlich rechtzeitig sehen. Der Flughafen ist übrigens dahinter. Könnte man nicht laufen, 10 Kilometer. Aber jetzt gerade der erste rum. Weißt du, vielleicht sehen wir irgendwie die Startbahn oder so. Das wäre mal cool. Ich probiere mal, mich dahin durchzuschlagen. Also entweder geht hier gleich das Gewitter los oder ich höre so langsam die Flugzeuge starten und landen. Da ist so ein Grollen hier in der Luft. Das heißt, Flughafen ist hier im Bereich des Möglichen. Leider bin ich hier nicht auf der Seite vom Rollfeld, sondern von der Seite, wo das Gebäude ist. Aber mein Plan, vielleicht schaffe ich es ja, durch das Gebäude durchzujoggen. Okay, das ist doch noch weiter weg, als ich dachte. Ich überlege jetzt gerade, ob ich umkehren soll oder nicht. Mal schauen. Einen Kilometer gebe ich mir noch. Aber ich bin jetzt zwar schon echt nah dran, aber mittlerweile ist hier, glaube ich, ein Donner über mir. Das muss nicht sein. Mal kurz die Lage checken. Ach, guck mal, das sind hier so Lokale neben mir quasi. Das ist ja auszuhalten. Dann geht's weiter. Boah, riesige Gewitterwolken. Hat auch gerade echt gekracht. Aber da hinten sieht man schon den Fraport. So, das schaffen wir jetzt auch noch. Okay, das war witzig. Jetzt zurück nach Hause. Jetzt heißt es noch ankommen, bevor die Sonne untergeht. Größe. Da irgendwo. Sieht man schlecht. Und bevor das große Gewitter runterkommt. Aber das zieht gerade weg. Toi, toi, toi. So, ich hoffe, ich bin hier noch richtig. Google Maps hat mich hierher geleitet. So, es ist noch hell, ich bin noch, der tropft nicht, aber nur vom eigenen Schweiße durchtränkt und ja, das war eigentlich eine ganz schöne Runde. Es waren jetzt 1:08 und 10,5 Kilometer und jetzt springe ich unter die Dusche und esse was. Und von euch würde ich gerne wissen, wie ihr hier dieses Experiment, ich nenne es mal vertikales Vloggen auf Neudeutsch, Virtual Vlogging, La Vlogging virtuell, nee, nicht virtuell, virtual, keine Ahnung, wie ihr das fandet. Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich da gleich im Schnitt mit zurechtkommen werde. Ist halt ein Experiment. Ich weiß nicht, wie ich dann nachher in YouTube hier so Abonnieren-Links einblende. Wenn ihr das cool fandet, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und vielleicht habt ihr ja Ideen, wie man so einen vertikalen Vlog irgendwie gestalten kann. Ich versuche da mal so ein bisschen zu experimentieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Gehabt euch wohl.